it's less about gaming and more about the social experience or the entertainment you know come home from a day of work and just relax play some call of duty yeah they don't really go out of their way to, to say anything or and they're very happy they like what they're doing they like the game they enjoy it they buy it every year they're not overly critical of things too, too much they're more of i like playing so i'm going to play and they don't really think about anything else So Leute, Condorado wieder hier mit einem Video heute zu Call of Duty, denn das neueste Call of Duty steht wieder vor der Tür. Und es ist mehr oder weniger wieder mein jährlicher Appell an euch: kauft euch dieses Spiel nicht, wenn euch was an Call of Duty liegt und ihr noch einen Funken Hoffnung habt, dass sich irgendwann mal wieder alles zum Besseren verändert. Ich will mit diesem Video der Community, sprich den Leuten, die hauptsächlich auf YouTube, Reddit, wo auch immer, ein bisschen mehr über Call of Duty reden, verdeutlichen, wieso Call of Duty so ist, wie es ist, wieso es den Anschein hat, dass die Call of Duty-Entwickler so ziemlich alles ignorieren, was man denen an Vorschlägen gibt, um das Spiel besser zu machen. Und wenn ich sage besser machen, dann meine ich es besser machen für unterschiedliche Spieltypen, denn so wie sich für mich Modern Warfare 2 in der Beta gespielt hat, gibt es wirklich nur ein Spieltyp, der erfolgreich ist und das ist meiner Meinung nach Call of Duty so anspruchslos zu spielen wie es geht. Sprich, man setzt sich irgendwo in ein Gebäude oder hinten in die Map, legt seine Waffe auf die Mauer und headglitcht das ganze Spiel und versteckt sich. Und es gibt ja keine Minimap und es gibt ja Fußschritte, die man hört, falls einen Einer überraschen will. Und da komme ich wieder zu dem Ausschnitt ganz am Anfang. Das war nämlich in Call of Duty Ghost der Hauptentwickler, der offen darüber gesprochen hat. Dass der Hauptteil der Call of Duty-Spiele einfach die Casuals sind. Das sind Leute, die einfach Call of Duty gerne zocken, aber sich nicht großartig Gedanken drüber machen. Zum einen, was ausbalanciert ist, was nicht, wie generell einfach ein guter Shooter sein sollte. Die haben einfach Spaß mit dem Spiel, beschweren sich nicht großartig, wissen auch nicht wirklich, was eigentlich die großen Probleme im Spiel sein könnten. Und das Schöne für Call of Duty ist, das geben sie auch offen zu, ist, dass das der Teil auch der Leute sind, die sich nicht großartig beschweren. Die geben ihre Meinung nicht großartig preis, so wie wir die Community auf YouTube, die konstant über jeden kleinen Scheiß, der im Spiel kaputt ist, reden. Und das war, wie gesagt, schon zehn Jahre fast her. Und das ist Zeit, in der sich Activision schön Gedanken gemacht hat, wie können wir eben diesen Teil zufriedenstellen. Und nicht nur das, es macht halt auch deutlich, wie irrelevant das, was auf YouTube die ganze Zeit diskutiert wird, eigentlich ist. Sprich, wenn die Fußschritte nicht leiser gemacht werden oder wenn die Minimap wieder nicht funktioniert wie früher oder wenn das Perk-System einfach mal was Neues ist, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Ist das für Call of Duty kein Dealbreaker, weil der Großteil der Leute, die sind zufriedengestellt, weil deren Ansprüche viel wichtiger sind. Sprich, dass das Spiel schön aussieht, dass es Spaß macht, ein bisschen langsamer zu spielen und also Sachen, die eben wie gesagt für die Casuals gemacht sind. Und da kann man auch so viel Videos auf YouTube drüber machen, dass sie endlich das und das fixen sollen. Aber das Einzige, was ihr wirklich machen könnt, was konsequent meiner Meinung nach auch ist, ist das Spiel euch einfach nicht zu kaufen. Denn wenn irgendwann mal nicht mehr genug Geld mit Call of Duty gemacht wird, dann hören sie vielleicht eben auch mal auf einen anderen Teil der Spielerbasis. Und jeder, der sich kauft, dem ist das halt alles relativ egal oder darf sich dann nicht mehr im Nachhinein wirklich beschweren, wenn das Spiel eben nicht so viel Spaß macht, wie er sich das erhofft hat. Ich sage nicht, dass sich darüber beschweren keinen Sinn ergibt, weil ich meine, hier und da werden sich definitiv ein paar Sachen verändern. Sprich, auch dieser Teil der Community soll nicht ganz vernachlässigt werden und Activision will zumindest den Eindruck erwecken, dass auch der Teil der Community gehört wird. Allerdings die Hauptrichtung, in die sich Call of Duty entwickelt, die steht fest. Also wer das die letzten paar Jahre immer noch nicht begriffen hat, dem kann ich halt auch nicht weiterhelfen. Für mich persönlich ist Call of Duty einfach mittlerweile nichts mehr. Und um kurzes alles klarzustellen, ich bin einer, der gern rumrennt in Videospielen. Ich habe in Call of Duty immer gern die Minimap benutzt, um herauszufinden, wo werden die Gegner sein, wo bewegen sich meine Mitspieler hin. Und da war das auch früher noch so ein bisschen anders. Da haben sich die Leute viel bewegt. Aber heutzutage ist man in Skill-Based Matchmaking-Lobby, wo der Spieltyp so krass anders ist, als das einfach früher war. Und all diese Faktoren, die werden halt aus dem Spiel rausgenommen. Alle all diese Skills, die man sich erlernt hat, die kann man heutzutage überhaupt nicht mehr anwenden, weil die effektivste Art und Weise zu spielen ist, sich irgendwo hinten an der Map zu stellen. Und das Schöne ist heutzutage, wie gesagt, wird alles dafür gemacht. Hier zum Beispiel ein kleiner Ausschnitt, der mich eigentlich schon fast dazu gebracht hat, die Beta zu deinstallieren, obwohl ich es dann doch noch ein paar Spiele durchgezogen habe. Ganz hinten irgendwo in der Map sitzt einer mit der Waffe auf der Mauer gepflanzt, sprich, er hat super guten Recoil. Ich sehe ihn erstmal fast gar nicht und dann, sobald ich anfange zu schießen, sehe ich ihn nicht mehr. Alles wackelt, alles ist voller Smoke. Wenn ich wenigstens auf Controller wäre, dann wird meine Aim Assist mir noch so ein bisschen sagen, wo der Gegner ist, aber auf PC kannst du da überhaupt nichts mehr anfangen, wenn die keinen Namen oder keinen Punkt über dem Kopf mehr haben und du von der Grafikqualität einfach nichts mehr machen kannst kann man im Grunde schon aufgeben, bevor der Kampf erst wirklich zustande kommt. Und mein Kampf gegen Call of Duty funktioniert eben, wie gesagt, in der Form, mir auch dieses Jahr das Spiel nicht mehr zu holen. Und das alles nur technische Aspekte und Gameplay-Aspekte. Wir haben jetzt noch gar nicht über Skill-Based Matchmaking geredet, was meiner Meinung nach auch in dieser Beta absolut extremst nervig war. Für mich persönlich nervt das immer vor allem sehr, weil als Solospieler hat man quasi die doppelte Arschkarte gezogen. Nicht nur, dass man eben gegen Schwitzer spielen muss. Nee, auch wenn es eine gute Party gibt, zwei, dreimann Party, die zusammenspielen und eben auch ein bisschen Skill haben, werden die niemals in mein eigenes Team getan. Stattdessen werden die Randoms, die halt nichts können, die noch in der Lobby zu finden sind, auf meine Seite getan. Und ja, das ist quasi ein Aspekt, den ich halt an Skill-Based Matchmaking absolut nicht ausstehe, dass eben so Partys quasi M Matchmaking nicht ausnutzen. Das will ich jetzt vielleicht nicht ganz so weit sagen, aber die haben definitiv Vorteile. Dadurch, dass sie sich halt, bevor das Spiel losgeht, quasi schon schon Ein gutes Team zusammengestellt haben. Aber es gibt auch ganz andere Faktoren, wo Skill-Based Matchmaking und Partys nicht so wirklich funktionieren, wie es idealerweise funktionieren sollte. Aber das ist auch Thema eigentlich für ein anderes Video. Hab auch schon das ein oder andere Video dazu gemacht. Falls ihr gerne mal ein paar Videos auf meinem Kanal durchstöbern wollt, Deshalb nochmal zusammengefasst, müsst ihr euch selber fragen, ist Call of Duty ein Spiel, was ihr noch unterstützen wollt, da der Fokus der Entwickler nicht wirklich auf euch liegt, sprich den Leuten, die sich hier auf YouTube Videos angucken, sondern eher auf dem Casual-Teil der Community. Der Teil, der, wie gesagt, im Interview angesprochen wurde, der sich gar nicht so sehr mit dem Spiel befasst, dem Kritik nicht so wichtig ist, die halt einfach so Call of Duty nehmen, wie es ist und quasi mit allem, was Activision denen so präsentiert, auch zufrieden sind. Und ich würde auch sagen, die letzten paar Jahre hat sich dieser Wandel viel deutlicher einfach bemerkt gemacht, denn Call of Duty ist zwar immer noch ein 70-80-Euro-Spiel, keine Ahnung, wie viel da die Leute heutzutage noch für ausgeben. Aber im Grunde tut es so, als wäre es ein Free-to-Play-Spiel. Sprich, die Mentalität, die Call of Duty hat, ist, Spieler so lange, wie es geht, an ein Spiel zu binden und im Nachhinein Microtransactions, Season Passes und so weiter noch zu verkaufen. Und ja, man hält die Leute eben möglichst lang und möglichst viele ans Spiel, indem man denen eben ein Spiel präsentiert, was an die gerichtet sind, die den Großteil der Community darstellen. Und das Schöne ist, wenn man so viele Sachen ins Spiel packt, die den Hardcore-Teil der Community stören, dann hat man im Laufe des Jahres einfach die Möglichkeit, das konstant zu verändern und hier und da wieder ein Glücklich zu stellen und Hoffnung zu geben, dass sich vielleicht ja doch noch was verändert. Aber das ist ein Spiel, das ich nicht mitspiele, Activision. Also wer sich es antun will, wer Spaß damit hat, habe ich absolut nichts dagegen. Aber für mich persönlich, es gibt andere Spiele, die das alles ein bisschen besser handhaben. Nicht umsonst ist Activision so ziemlich das größte Studio, wenn es um Ego-Shooter geht. Die wissen, wie man am allerbesten Geld macht und leider eben auf Kosten des Gameplays. Ein Spiel, das damals leidenschaftliche Spielentwickler mit sehr vielen guten Ideen erschaffen haben, ist heutzutage einfach nur noch ein tolles Produkt, mit dem Activision auf fragwürdige Art und Weise Geld macht. Aber gut, das ist nur meine Meinung. Wenn ihr eine andere Meinung dazu habt, schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Da können wir dort ein bisschen weiter diskutieren. Bei mir persönlich gab es jetzt ein bisschen längere Zeit keine Videos mehr, weil ich mein Windows komplett neu installieren musste. Ich habe jetzt mehr oder weniger alles wieder so konfiguriert wie früher. Allerdings zum Beispiel auch jetzt hier im Video. Ich habe mal ein paar andere Sachen auch ausprobiert. Zum Beispiel ohne Hintergrundmusik alles zu machen. Könnt mir auch dazu mal gerne schreiben, wie ihr das findet. Ansonsten gibt es jetzt die Tage noch ein paar Videos zu Overwatch, zu ein paar anderen Shootern, Call of Duty wahrscheinlich eher weniger, vielleicht nochmal das eine oder andere. Aber ihr könnt jetzt definitiv wieder mit ein paar regelmäßigen Videos von mir rechnen. Von daher, wir sehen uns dann die Tage wieder. Bis dann. Tschüss.